Führte diese Fehlentscheidung zu zwei Weltkriegen? Am 28. Juni 1914 besuchte der österreich-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand die bosnische Provinzhauptstadt Sarajevo. So entschlossen sich einige junge Männer, die für die Vereinigung aller Südslawen kämpften, einen Attentat auf das Ehepaar zu verüben. Jedoch missglückte der erste Attentatversuch und Franz Ferdinand konnte seine Reise fortsetzen. Im Rathaus angekommen, verfügte der Erzherzog eine Änderung der Route. Anstatt auf direktem Wege ins bosnisch-herzegowinische Landesmuseum zu fahren, wollte er den beim ersten Anschlag leicht verletzten Oberstleutnant Mirici im Krankenhaus besuchen. Allerdings informierte man den Fahrer Leopold Leuker nicht über die Planänderung. So folgte dieser der ursprünglichen Route. Auf Höhe der sogenannten Lateinerbrücke gegenüber dem Delikatessengeschäft Schiller hatte sich ein weiterer Attentäter als Reserve positioniert. Als dieser zu seiner großen Überraschung den Wagen mitsamt seinen Insassen erblickte, gab er zwei Schüsse. Der erste traf Herzogin Sophie in den Unterleib und der zweite traf Franz Ferdinand in den Hals. Gavrilo Princips Attentat gelang und löste eine Kettenreaktion aus, die wenige Wochen später zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führte.